Wir können 3 Wochen ohne Essen auskommen, 3 Tage ohne zu trinken, aber wie lange ohne zu atmen? Atmung ist zentral wichtig und deswegen möchte ich dir den Atemgürtel von Arzt Vitality vorstellen. Unser Alltag ist geprägt durch Sitzen. Wir sitzen auf der Arbeit, wir sitzen zu Hause, wir sitzen vor dem Fernseher. Das Problem beim Sitzen ist, dass unsere Atemmuskulatur oder unsere Atmung im Generellen nicht richtig funktioniert. Deswegen möchte ich dir ein paar Übungen zeigen, um die Atmung wieder richtig ins Laufen zu bringen. Und dazu nutzen wir den Atemgürtel. Ich habe heute die Johanna mitgebracht und an ihr zeige ich dir, wie du diesen Atemgürtel richtig anlegst und was du damit für Übungen machen kannst. Zunächst einmal haben wir hier ein schönes breites Band, also diesen Gürtel. Der ist ein wenig elastisch, sodass wir ein bisschen Raum haben, um da reinzuarbeiten. Es ist also wie ein Widerstandsband, mit dem wir die Atemmuskeln richtig fordern können und trainieren können. Ich gebe dir jetzt einmal den Gürtel zum Anlegen. Du achtest einmal darauf, dass die gummierte Seite innen ist. Dann nimmst du einmal den Gürtel, genau, nimmst den einmal hinten rum. Wenn du dich einmal seitlich stellst, dann sollten wir darauf achten, dass über dem Hüftknochen und ungefähr am Ansatz der untersten Rippe der Gürtel positioniert ist. Gut, dann nimm mal einmal die eine Seite nach innen, das andere Ende packst du drüber und guckst, dass leichter Zug da drauf ist, so dass du dich wohlfühlst. Manche Leute mögen es ein bisschen enger und manche Leute ein bisschen weiter. Ist das okay so? Gut. Man sollte hier noch darauf achten, dass wir eben nicht zu viel Quetschung haben. So, der leichte Zug, dieses Korsett, bewirkt jetzt, dass wir erstens viel Stimulus in unserem Bauchbereich bekommen. Das heißt, wir wissen müssen, wo wir ansteuern müssen und gegenarbeiten müssen. Also die erste Aufgabe, die du hast, du stehst einfach ganz normal, locker und entspannt und versuchst jetzt mal, diesen Gürtel mit der Einatmung in alle Richtungen aufzuatmen. Wie ein Ballon, dass er in alle Richtungen aufgeht. Genau, sehr schön. Man sieht die obere Atemmuskulatur arbeiten und wir wollen jetzt aber auch einen dicken Bauch haben und die Rippen sich seitlich öffnen haben. Genau, achtet dabei darauf, dass ich nicht mit Widerstand einatme, also keine Geräusche bei der Einatmung mache. Das kann oft zu Schwindel und Kopfschmerzen führen. Und dann erstmal locker und entspannt zu atmen. Gut, jetzt achte nochmal darauf, dass die Rippen sich mit der Einatmung richtig schön seitlich öffnen. Kurz anhalten und ausatmen. Sehr gut. So kann man den Atemgürtel in seinen Alltag integrieren, um einen ständigen Stimulus und einen ständigen Trainingsreiz zu setzen. Man sollte jedoch aufpassen, dass man es nicht dauerhaft macht, da natürlich die Atmung auch wieder eingeschränkt ist, wenn man nicht bewusst darauf hintrainiert. Ich würde empfehlen, am Tag 20 bis 30 Minuten anzufangen und dann schrittweise zu steigern, um den Gürtel dann vielleicht auch dauerhaft zu tragen. Der Fokus sollte also auf der Bauchatmung liegen, der Zwerchfellatmung, und dadurch gehen ganz viele Vorteile hervor. Wir können damit Nackenverspannung in den Griff kriegen, Stressmomente, Schmerzen und der zusätzliche positive Effekt, den wir haben ganz viel Kontakt im Bauchbereich in der Viszera. Dadurch kriegen wir den Vagusnerv sehr aktiv, das ist unser Wandernerv, unser heilender Nerv, und der fährt uns runter und lässt uns ein bisschen entspannter sein. Deswegen ausprobieren und loslegen. Wenn du noch mehr über das Neurotraining erfahren möchtest, schau dir folgende Videos an. Und wenn du Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video.